Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut natürlich. Und schön, dass du beim weiteren Part von Pokémon Schwarz dabei bist. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, ich nehme jetzt ein paar Parts in Folge auf, weil erstens, ich habe böse Bock, gerade einfach hier Pokémon Schwarz aufzunehmen, weil das super viel Spaß macht. Wir haben die Sonne hier wieder am Start, die jetzt auf der Seite ist, statt auf der Seite wie im letzten Part. Ja, das ist so die passende Uhrzeit gerade, so 12 Uhr, dann ist die Sonne immer, scheint hier perfekt rein und die Jalousien decken das nicht so ganz perfekt ab. Aber darum soll es ja nicht gehen, denn wir haben im letzten Part den ersten Arena-Orden abgeschlossen. War sehr, sehr knapp tatsächlich mit Sonamark, aka Ionia. Wir haben auch ein vieles Pokémon mit ein neues Mitglied bekommen, und zwar Ionia. Und haben jetzt die VM Zerschneider bekommen. Für diejenigen, die Pokémon eventuell das erste Mal so richtig mitverfolgen, kurze Info, VMs sind quasi Attacken, die man außerhalb von Pokémon-Kämpfen nutzen kann. Zum Beispiel hier auf der Route ist ein Baum. Den Baum kann man nur mit Zerschneider zerstören. Deswegen müssen wir jetzt an der Stelle einfach mal gucken, wer Zerschneider erlernt. Und ich würde schon fast sagen, dass wir Finne Zerschneider einfach mal geben. Das ist aber eine physische Attacke. Stärke 50 ist für den Anfang, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Normalerweise kann man das auch teilweise in solchen Pokémon-Nuzlocke-Projekten so machen, dass man einen VM-Sklaven nimmt. Aber wobei, sollen wir uns einen VM-Sklaven holen? Eigentlich muss man sich einen VM-Sklaven holen. Das ist ein Pokémon, was man nicht trainiert, was man wirklich nur für VMs benutzt. Ja, Digga, komm, wir holen uns einfach mal einen VM-Sklaven, Alter. So, bam. VM-Sklave rein. So. Nee, oh Mann, Yorklef, du bist kein VM-Sklave. Du kannst der Schneider leider nicht lernen. Shit, wir müssen uns einen VM-Sklaven holen. Das wäre, glaube ich, dumm, wenn wir jetzt... jetzt normalen Pokémon das beibringen würden. Weil, wie gesagt, man... kann diese Attacken leider nicht mehr verlernen. Und das ist halt ein bisschen kritischer. So, warte mal, einfach Pokéball drauf, das müsste ja eigentlich schon klappen. So, bam, Superball wäre eine Verschwendung, aber normaler Pokéball kann man definitiv machen. So, und ich würde sagen, den VM-Sklaven, den benennen wir auch nicht nach irgendeinem Abonnenten, weil ich will hier niemanden so nahe treten, weil der VM-Sklave ist halt immer so, dieses Pokémon, das kann nicht dein Kack ernst sein. Müssen wir ernsthaft mit einer Attacke jetzt reingehen? Weil wie gesagt, der VM-Sklave ist halt ein Pokémon, den man halt nur für irgendwelche VMs benutzt, ne? Von daher, ja, muss das nicht unbedingt sein. Ja, One-Hit ist es zum Glück noch nicht. Setz ruhig Heuler ein, was auch immer das bringen soll. Fililu Level 4. So, bam. Dann probieren wir es nochmal mit dem Pokéball. Und by the way, das triggert meinen inneren Monk wieder so ein bisschen. Und zwar, ich mag es nicht, wenn ich Pokémon dabei habe, die ich nicht trainiere oder nicht brauche. Deswegen würde ich eigentlich immer sehr gerne VMs und normalen Pokémon beibringen. Ich meine, Sonamark kann man das prinzipiell später beibringen. So, nope. Zum Beispiel sowas wie Surfer, weil Surfer ist ja eine Attacke, die ist eine gute Wasserattacke, die man mitnehmen kann, ne? Also je nachdem, ob das dann physisch oder spezial, also physisch, was auch immer. Speziell, das ist, glaube ich, der Begriff ist, je nachdem. So, Zerschneider einsetzen, jo. Ja, will ich auf jeden Fall ein Pokémon beibringen, dann Fididu erlernt Zerschneider, sehr schön. Dann können wir auch gleich zusammen in die Traumbrache gehen und das Embryo-Pokémon fangen, ne? Je nachdem. Und wir können prinzipiell uns auch einen neuen Encounter holen. Einige haben vorgeschlagen... So, super Trank. Sehr, sehr sexy. Also, ich wollte gerade sagen, wer steht denn da unten, hä? Was findet man hier noch? Superball. Hat sich definitiv gelohnt, hier lang zu gehen, ne? Für die Items. Einige haben gesagt, so, yo, David, wenn du das geschenkte Pokémon annimmst, dann dafür halt irgendwie kein Encounter. Aber ich glaube, ich würde den Encounter trotzdem mitnehmen. Weil, wie gesagt, wir haben... Oh, ich bin... Die Steuerung über den Controller, die ist so blöde. Obwohl ich auf dem Steuerkreuz die Steuerung, eingestellt habe, aber man muss immer sehr exakt auf ein Steuerkreuz drücken. Also ich muss exakt auf rechts drücken. Sobald ich auch nur minimal nach oben irgendwie drücke, läuft unser Charakter auch nach oben. Kritischer Hase. Und wie gesagt, wir haben jetzt in der ersten Arena gesehen, wie schwer dieses Game ist und von daher müssen wir uns, glaube ich, auch noch ein bisschen vereinfachen, oder? Oh, Lila Dawn, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Willst du nicht mehr mit mir reden? Ich habe alles probiert, aber ich habe es nicht gefunden. Ich frage mich immer noch, wie es möglich sein soll, jemandem Träume zu zeigen. Ja, du, Pokémon sind sehr, sehr magisch. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzaubst mich. Blub. So, du hast gerade auch diese Geräusche hinter der Wand gehört, oder? Ich habe es doch schon gesehen. Lass uns nachsehen gehen. Und natürlich kann ich vorgehen, ne? Soll man dieses Pokémon jetzt fangen? Oder was ist unsere Mission? Hm. Nein, bleib hier. Hey, warte.
Au! Da haben wir ein Somnium. Los, stoß schnell deinen Traumdunst aus. Was passiert hier, Freunde? Lass das Somnium in Ruhe. Moment mal, wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Bro, was ist Joch für ein Wort? Wir sind Team Plasma! Ja, was wir hier machen? Die Pokémon Somnium und Somnivora stoßen die sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Nein! Hey, wir wird's bald mit dem Traumdunst? Trete dir das Pokémon etwa, damit es den Traumdunst absondert? Wie grausam, wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wir befreien wir die Pokémon, indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. So, let's go. Erster Team Plasma-Fight. So, das, Freunde, sind Schurken oder Rüpel, was auch immer. Nagelotz. So, jetzt können wir zumindest so ein bisschen unsere Pokémon trainieren. Level 10, Digga, halt dein Maul. Okay, Finne wird es nicht einfach haben und ich hoffe, dass Finne jetzt bald vernünftige Attacken bitte erlernt. Wobei, wir machen mal Zuschuss. Vielleicht haben wir jetzt eine gute Art. Oh, Digga, halt dein Maul. Ich dachte, dass wir irgendwas Vernünftiges jetzt lernen. Okay, ist in Ordnung. Wir probieren es mit Kratzer. Bam. Wie viel Damage macht... Oh, es macht kaum Damage, ne? Und vor allem, wenn Nagelotz uns jetzt ordentlich mit Silberblicks schwächt, sehen wir, glaube ich, auch sehr schnell alt aus, habe ich so das Gefühl. Ja, nochmal. Silberblick again. Nagelotz, wie oft willst du Silberblick einsetzen? Nagelotz, Doppelpunkt, ja. So, nochmal. By the way, das fällt mir gerade so auf. Kann es sein, dass Arena-Leiter oder generell solche Top-Trainer eine viel bessere KI haben als andere Trainer? Weil, guck mal, der könnte ja schon längst dieser Rüpel angreifen und uns fertig... Oh. Du bleibst in Erinnerung. Finne, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich so ein Gimpel bin. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Bro. An einen Nagelotz. Scheiße, Silberblick hat uns ready gemacht. Digga, ist das bitter, was hier gerade passiert. Junge, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, das ist ja unglaublich. Unser erstes Opfer jetzt im fünften Part, not bad. Ja, dumm. Einfach dumm von mir, dass ich da nicht anders reagiert habe. Ich wusste nicht, dass Silberblick so mächtig reinhauen wird. Ich bin ehrlich, sorry. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so mächtig ist, Silberblick. Und damit haben wir jetzt den allerersten in der Ripbox. Oh mein Gott, ist das jetzt bitter gelaufen. Oh mein Gott, ist das bitter gelaufen. Scheibenkleister. Ja, Zuschuss ist fehlgeschlagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alter Vater. Ja, wow, warum setzt... Digga, es kann nicht sein. Jetzt der Fight ist so easy. Halt dein Maul, Digga. Halt dein Maul. Oh, jetzt bin ich den ganzen Part über Matt, glaube ich. Matt Damon. So, klar, wir können uns gleich einen neuen Encounter raussuchen, aber wir haben jetzt das erste Pokémon in der Ripbox. Wie gesagt, im Design werde ich es nicht reinpacken, weil wir können ja einfach nur einmal die Ripbox gucken und gucken, was passiert, ne? Gucken, wer da so drin ist. Wird's bald? Stößt du wohl den Traumdunst aus? Hör schon auf. Wer kommt hier? Oh! Jetzt kommt der mysteriöse Dude wieder. Geht's es? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Jo, das sind zwei. Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigen Knechtschaft zu befreien, die ihn einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr diesen ehrenwerten Aufgaben nicht gewachsen sein solltet... Das ist nicht Geetzis, der seine Anhänger um sich schart oder mit...
beschönigten Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gezis, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Ich glaube, das ist dieses Somnivan, was es gerade macht, ne? Das ist nur eine Illusion. Das ist Pokémon, was, glaube ich, dieses Ding... Ja, guck mal. Da ist die Weiterentwicklung davon. Was war das gerade? Dieser Gezis ist mal da, mal dort. Mal hier, mal da. Der eben war noch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Wer weiß. Und diese Pokémon. Wow. Was? Wow, Vivian. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora? Scha. Scha. Schau, scha. Oh. Was ist hier passiert? Oh, Vivian, also da war zuerst das Somnian. Aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann... Verstehe, Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnian, weißt du? Und als es merkte, dass Somnian in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Ein Traum, der das Somnian rettet. Ehre, oh, Moment mal. Hey, das ist meins. Meins, meins. Ist das Traumdunst? Okay. Hey, das wollte ich einsammeln. Puh, das war vielleicht ein Traum. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich werde auf jeden Fall bei Vivian mal vorbeischauen, aber jetzt wird es erstmal Zeit für einen sehr, sehr traurigen Moment leider. Und zwar, wo wir Finne leider auf die erste Ripbox draufpacken müssen. Oh mein Gott, ist das bitter gelaufen. Hallo, kannst du auch reingehen? Dankeschön. Oh, das ist so bitter gelaufen. Oh, das tut mir auch so böse leid, ne? Heilige Makrele. So, Zugriff, jemanden PC, bla bla bla. Pokémon bewegen. Box 1, umbenennen bitte, Name. Weil das ist die einzig wahre Ripbox. Rest in peace, Freunde. R-R-I. Und dann jetzt nehmen wir das P für Penis. R-I-P. Okay. Unser erster Tod. Leider hatte Finne nicht die besten Attacken so direkt am Anfang und deswegen... Es tut mir sehr, sehr leid. Damit haben wir jetzt nur noch drei... Oh, guck mal, dann muss ich ja Finne prinzipiell jetzt auch... Nee, falsch. Nee, falsch. Das war ich. Auch falsch. Ah, rauspacken, ne? Oh mein Gott, das machen wir mal direkt im Part. Professionelle LP an der Stelle. Boah, das sind echte Schmerzen gerade. Das sind halt echte Schmerzen. Gut. Werden wir mal Nuri nach vorne... Erstmal das Item wieder nehmen. Nehmen, was bekommen wir? Trank, oh mein Gott. Digga, wir müssen nie wieder Tränke kaufen, wenn das so weitergeht, ne? So, zack, Tausch und einmal nach vorne an erste Stelle packen. Dann werden wir uns jetzt definitiv mal den nächsten Encounter schnappen, Pokémon Center. Ja, bla 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 bla. Und by the way kam auch die Frage, was passiert, wenn mein Team voll ist, ob ich da weitere Encounter sammle? Auf jeden Fall. Also wir werden auch eine Backup-Box machen, wo dann Encounter drauf kommen, die dann über sind oder die wir dann irgendwann mal nehmen können, falls wir andere Pokémon sammeln, ne? Definitiv, das ist so. Damit wir auch so viele Abonnenten wie möglich benennen. So, ansonsten, bitte spoilert nicht in den Kommentaren. Also ich würde schon gerne so einen Aufruf starten, Hashtag RIPFinne. Oder schreibt davor zumindest eine Spoilerwarnung davor und macht ganz viele Absätze, sodass man die Nachricht nicht direkt sieht. Das wäre mega nett von euch. Von daher gucken wir mal, was für Pokémon hier so herumschwirren. Pokéball gefunden, sehr sexy. So, warte mal, wir haben unsere Pokémon geheilt, ne? Das will ich nochmal kurz nachgucken. Ihr wisst es, das ist mein innerer Monk, der hier nach mir schreit, okay? Und dann gucken wir mal. Mal gucken, was hier für Encounter unterwegs sind. Wie ist denn das mit doppelten Pokémon in so einer Nuzlocke? Ich bin ganz ehrlich, vielleicht ist es dumm von mir, aber ich würde Fililu jetzt einfach mal hier lassen, tatsächlich. Ich würde Fililu einfach hier lassen, weil ich weiß nicht, wie spannend es ist, wenn wir dreimal so dasselbe Pokémon haben, wisst ihr? Wir sind gleich eh auf einer neuen Route, da wir jetzt den ersten Arena-Orden haben und von daher, I don't know, würde ich es einfach mal so lassen an der Stelle. Gut, es bringt auch nichts, wenn wir jetzt trainieren, weil mit Biss sind wir nicht gut zu sprechen bei Fididu, weil es ein Unlicht-Pokémon ist. Mich würde es aber noch interessieren, was sie noch so für... Ja, Digga, es sind genau dieselben Pokémon, ne? So Nagelotz hätte ich nochmal mitgenommen. Wäre jetzt nicht unbedingt so die Creme de la Creme gewesen, aber...
was soll's, ne? Gut, dann sind wir eben jetzt wieder nur drei im Pokémon-Team. So, hallo? Ne, wir müssen hier lang, Waterwang. Wir müssen die Gegend so ein bisschen besser auskundschaften. Weil ich habe oben links nochmal ein Item gesehen. Wir wollen ja alles mitnehmen, was man irgendwie mitnehmen kann, ne? So, Trank gefunden. A gifted gaul, you don't look in a maul. Und ansonsten, wie ist denn das am Anfang des Spiels mit versteckten Items? So, Ladon hat das Item Schutz gefunden. Wie kommt man da eigentlich nochmal hin? Ich glaube erst später im Verlauf des Games, oder? Wird die Traumbrache nochmal wichtig? Ich glaube, oh, guck mal, hier ist auch noch ein Item. Junge, geil, hier ist ganz schön viel. Alles mitnehmen. Weil irgendwann gibt es so ein Item-Radar. Aber gibt es am Anfang des Games auch schon so versteckte Items? Das frage ich mich manchmal. Gut, ich glaube, rechts war jetzt nichts, ne? Oder? Nö, da können wir nicht entlang. Es sieht nach einer großen Lücke aus, aber da können wir nicht entlang. Und wie man hier sieht, hier sind solche Steine, wo man wahrscheinlich irgendwann herkommt, wo man Stärke einsetzen kann. So, von daher gehen wir jetzt mal zu Vivian und gucken gleich auf der nächsten Route, was da so wohl zu fangen ist, ne? Boah, das ist super ärgerlich. Ich finde es super ärgerlich, was heute im Part passiert ist. Kacke, verdammt. Naja, wir dürfen nicht allzu lange trauern. Wir müssen positiv in die Zukunft schauen. Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Ja, okay. Zum Dank habe ich so eingerichtet, dass du ab jetzt das C-Gear verwenden kannst. Okay. Wow. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt brauche, glaube ich, oder? Aber nehmen wir natürlich mit, ne? Bitte schalte das C-Gear an Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäusern, wo Drahtlosverbindungen verboten sind, stets aus. Einschalten und die Übertragung ermöglichen? Wie ist denn das, wenn ich das auf dem Nintendo, auf dem 4DS einschalte? Weil ich spiele das gerade auf dem 4DS. Ja gut, das ist für Online-Verbindungen wichtig, oder? Ja, und was passiert hier? Hallo? Schau mal, das DLC ist aktiv und das entsprechende Bildschirm, okay. Wenn du das Fragezeichen rechts unten berührst, kannst du sämtliche Erklärungen, okay. Spielsynchro. Ich würde gerne ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du noch etwas Zeit nehmen? Ja, bla bla bla. Verwendung des Traumdunstes, bla bla bla, bla bla bla. Genauso können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Ist jetzt für uns erstmal unrelevant, weil gibt ja eh keinen Online-Service mehr, ne? Von daher, ja, lassen wir es einfach mal so stehen. So, drahtlos, IR, WLAN. Oh, Trainer, vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Oh, Mashallah, was ist das denn? Adressbuch, okay. Über die Nintendo Wi-Fi Connection. Ja, Mann, nerv mich doch nicht. Auf dem 4DS habe ich leider keine Internetverbindung, Freunde. So, und jetzt haust du ab. Danke, ciao. Junge, das war irgendwie ein... Aber dafür haben wir einen cooleren unteren Bildschirm, den man so verwenden kann. Cool, 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 cool. Auf geht's, weiter geht's. Wird jetzt Zeit, die Story hier voranzubringen und nach oben durchzudüsen und zu schauen, was jetzt auf der nächsten Route passiert. So, Route 3. Das ist eine niegelnagelneue Route. Wir gucken mal auch ganz kurz auf die Karte. Bam, guck mal, Route 3. Warte mal, hier waren wir schon. Traumbrache. P2-Labor, bla bla bla. Route 1, Route 2, Route 3. Hier können wir einen neuen Encounter fangen. Nur mal so als Randinfo. Warte mal, das war... Oh, hier kann man Pokémon abgeben und die Pokémon züchten mit Ditto später, ne? Hin und wieder lässt man mich mit den Pokémon spielen. Wir gucken auch mal hier rein. Wir wollen natürlich das gesamte Game hier entdecken, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Was geht bei dir? Hallo? Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension abgeholt. Es hat neue Attacken gelernt, seit ich es dort abgegeben habe. Man muss aufpassen, denn Pokémon können höchstens 4 Attacken lernen. Yeah! Ich bin die Pensionsleiterin. Ah, die ziehen Pokémon für uns auf. Stimmt. Boah, eigentlich kann man da irgendwann mal Pokémon abgeben, die man in der Backup-Box hat. Hier in der Tagesstätte ist der Pokémon-Kampf sehr beliebt. Ach, hier werde ich herausgefordert. Ja, Mashallah, wenn wir schon mal hier sind, wir nehmen alles an, ne? Solange ich von lachenden Kindern und Pokémon umgeben bin, kann mir so schnell keiner was anhaben. Das ist eine vorbildliche Erzieherin. Yeah. Erzieherin mein Hades. Ein geiler Name. So, ja, am Anfang sind es immer dieselben Pokémon hier auf den Routen, ne? Ich würde mir mal gerne ein bisschen mehr Abwechslung wünschen. So, ein Level haben wir schon mal Vorteil zumindest. Und ich glaube, wir können jetzt vor allem auch in der Traumbrache eigentlich ganz gut trainieren. Ist zurückgeschreckt, sehr schön. Aber eins muss man sagen, also im Arena-Leiter-Fight aus dem letzten Part, echt ein Wunder, dass wir nicht zurückgeschreckt sind zwischendrin. Bam, sehr schön. Bye, bye, Hollywood Hills, I'm gonna. Level 12, der Hase ist am Laufen. Rechte Hand ist super unnötig, will ich nicht erlernen. Oh yeah.
Oh, was mir gerade bei der Ray auffällt, Alter, da sehen wir jetzt das erste Somnian. Ich sollte nochmal die Schriftgeschwindigkeit so ein bisschen nach oben stellen oder dieses automatische Fragen nach Kämpfen. Aber ich glaube, ich würde das doch anlassen, weil ich glaube, so viel ist jetzt, also so viel Zeit sparen wir dadurch nicht. Und ich empfinde das nicht so als so störend, wenn ich ehrlich bin. Yo, was passiert jetzt? Verteidigung steigt. Ja, ist voll in Ordnung. Aber wobei, Biss ist physisch, also macht schon Unterschied tatsächlich. So, bam! Somnian auch besiegt, 150 Punkte. Digga, läuft. Also die nächste Level-Cap ist, glaube ich, bei Level 20. Da müsste ich einmal kurz nachgucken. Das habe ich mir gescreenshottet. So, warte mal, wo habe ich es drunter gespeichert? Nee, unter einem ganz anderen Ordner. Freunde, ich habe zu viele Ordner mit gewissen Dingen. Lol, David. So, Level 20 ist die nächste Level-Cap. Voll human. So, bevor wir jetzt zu den nächsten Trainerkämpfen gehen, würde ich ganz gerne erstmal ein neues Pokémon fangen, um das auch gerne zu trainieren. So, und ich glaube, jetzt haben wir den ersten Double Fight hier im Let's Play, ne? So, von einer Herausforderung Fidilu und Fidilu, beides Unlicht-Pokémon, okay. Und welchen? Oh, okay, mit Stiggy und Nuri in der Kombi, let's go. Biss bringt uns jetzt nicht so viel, dann gehen wir einfach mal mit Tackle rein, ne? Und mit Ranghieb. Hoffen wir mal, dass Stiggy bald eine neue Attacke erlernt. Sieht mehr als die Hälfte. Strong, 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 strong. Hä? Nuri macht einfach mehr Damage. Rild. Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Kann das sein? Wobei, Tackle, Fililu. Wir setzen mal Tackle auch mit Stiggy ein. Tackle. Fililu Nummer 1 weg. Yeah, Level 13. Nice. Und dann müssen wir, glaube ich, gleich wieder dem Pokémon Center einen Besuch abstatten. Tackle. Macht keinen großen Unterschied, glaube ich. Kratzer zieht nicht allzu viel. So, und jetzt beenden wir den Fight, ne? Hat ja schon viel zu lange gedauert. Und ich hoffe, dass Stiggy gleich auch ein Level-Up erreichen wird. Das wäre cool. 67, 2. Ja! Läuft! Cool, cool, cool. Dann haben wir das nächste Pokémon auf Level 13. Initiative, 22. Verteidigung ist gut, Spezialverteidigung, Angriff zackt aktuell so ein bisschen. Wachstum, was konnte Wachstum denn nochmal? Eine Attacke vergessen? Wachstum, der Körper wächst, dadurch steigen Angriff und Spezialangriff. Bringt uns das irgendwas? Ja, ich würde trotzdem Silberblick vergessen. Weil mit Wachstum haben wir zumindest Spezialangriff und Angriff. Mit Silberblick haben wir nur die Verteidigung, die sinkt. Das ist, glaube ich, sinniger. So, bam! Let's go! Okay. Haben wir irgendwo hohes Gras, bevor der nächste ja, hier. Guck mal, dann wechseln wir mal das Pokémon davor. Weil bevor wir zum Pokémon Center laufen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt den nächsten Encounter mitnehmen. So, egal, was jetzt kommt, wir fangen... Nein! Ich will erst ein Pokémon fangen. Da ist der Name. Da ist der Dude, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Also mir wurde so erklärt, dass er quasi wie Ed Sheeran heißt. Also Sheeran. 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 Mann, ist mir doch egal, wie der Dude heißt. Mein Gott. Oh, guck mal. Er setzt Floink ein und ein Glück haben wir jetzt an erster Stelle Ionia hingepackt. Digga, sein Floink ist schon Level 14, Alter. Ich glaube, wir haben so ein kleines Levelproblem aktuell, kann das sein. Aber wir haben natürlich den Typenvorteil. Bam. Und by the way, was ich richtig, richtig gut finde eigentlich am heutigen Part. Guck mal, allein durch Routenschlag, dass die Verteidigung jetzt sinkt, ne? Wenn das zu oft passiert, sollte ich das Pokémon lieber wechseln. So, das habe ich definitiv gelernt. Bro, hast du gerade wirklich eine Beere eingesetzt? Sinnelbeere, halt dein Maul. Die Sinnelbeere hätten wir auch im Arena-Fight einsetzen müssen, aber alles easy. Ich habe viel gelernt heute, hätte Fahrradkette. So, bam. Floink wird besiegt, das gibt... Hä? So wenig Erfahrungspunkte? Bro, ich dachte, wir wären jetzt überschüttet damit. Vor allem, wenn wir einen Floink besiegen. WTF. So, Aquaknarre. Wir setzen mal gleich Schlecker ein. Heuler. Okay, hat immer noch keine vernünftigen Attacken, wie es scheint. Wobei, dadurch müsste jetzt, glaube ich, Schlecker gesunken sein. Weil Schlecker ist, glaube ich, eine physische Attacke, haben wir uns reingezogen. Ja. Ist auch nicht sehr effektiv. Oh! Aber guck mal, dafür ist es paralysiert. Geil. Bam. By the way, das wurde mir auch erklärt, sehr interessant. Zum Beispiel, wenn wir verbrannt sind mit den verschiedenen Statusveränderungen, wenn wir verbrannt sind, machen wir nur noch die Hälfte an physischen Schaden. Paralysiert sinkt, glaube ich, die Initiative. Sinkt die Initiative? Meine ich? Was war die Erklärung? I don't know.
So, by the way, ich freue mich auch sehr stark darauf, wenn Ionia Siedewasser erlernt. Geilo! Weil das gegnerische Pokémon verbrennen kann. So, kämpfst du also, verstehe. Aus dem Weg da. Mann, nervt mich doch nicht. Ich will doch nur einen Counter fangen. Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Hoppla, Bell, warum rennst du denn so? Was passiert hier, Freunde? Sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Die sind dort lang, aber... Nun sagt schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg, die haben sich aber schnell verkrümelt. Und was wird nun? Was wird nun aus meinem Pokémon? Nun macht ihr doch keine Sorgen. Den Adblocker, ja, den werden wir entsorgen. Alles wird gut, also weine bitte nicht. Sag schon, Bill, warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halte ich mal gut fest, diese Typen von eben haben dem Mädchen hier seine Pokémon weggenommen. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Na los, Ladon, wir holen das Pokémon zurück. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Wir wollen erstmal ein neues Pokémon fangen an der Stelle. So, erstmal Supertrank, sexy. Alter, wir haben so geile Items, die wir aktuell bekommen, ne? Das fühlt sich sehr befriedigend an. So, Route 3, was für Pokémon können... Ja, das ist so ein geiles Pokémon, Junge. Oh mein Gott, Elitzeba ist aus der Generation eins meiner Favorite-Pokémon. Aber wir haben gerade natürlich so einen kleinen Nachteil, ne? Ich weiß nicht, ob das schon irgendeine Attacke kann. Mit dem Typen Elektro. Routenschlag, setz das ruhig ein. Oh mein Gott, ist das ein cooles Pokémon. So, bam, Bälle. Einfach mal mit dem normalen Pokéball, das dürfte, glaube ich, reichen. Also noch sind die Pokémon ja gar nicht so strong. Eins, zwei, drei. Ja! Oh mein Gott, das ist so ein geiles Pokémon, Digga. Heilige Makrele, das ist so sexy. Guck mal, Hochspannung, okay? Geil, wir müssen uns das gleich mal angucken. Auf jeden Fall, und ich werde mir mal einen Abonnenten raussuchen. Friendos, ich habe mich entschieden, und zwar Nairu ist es geworden. Herzlichen Glückwunsch, jemand, der auch sehr aktiv auf dem Kanal unterwegs ist. Von daher, du wurdest Elitzeba und ich hoffe, dass du uns gute Dienste leisten wirst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Ja, Freunde, seid nicht enttäuscht, wenn ihr bisher kein Pokémon geworden seid und tut mir den Gefallen, seid bitte gar nicht enttäuscht, wenn das nicht der Fall sein sollte. Das fällt mir jedes Mal super schwer, die Entscheidung, weil es gibt so viele aktive Zuschauer. Von daher einfach richtig großes Herz einfach, dass ihr hier seid. Das macht, wie gesagt, einfach super Spaß und alleine heute Vormittag diese Pokémon-Aufnahmen zu machen, das ist so einfach pure Glücksgefühle, die mir hochkommen, ne? Von daher super, super cool. Wir gucken uns mal Elitzeba so an, was es so drauf hat. Erstmal das Item nehmen. Amrena Beere hat es dabei, okay. Keine Ahnung, was die Beere kann. Müssen wir uns mal reinziehen. So! Wesen Sacht, haben wir das Wesen nicht sogar? Stolz auf seine Stärke. Fähigkeit, Blitzfänger, ruft Elektrizität herbei und steigert Spezialangriff. Also, passiert das automatisch oder nur, wenn es angegriffen wird mit Elektrizität? Und schaut mal, Spezialangriff steigt? Nee, sinkt. Steigt, steigt, blau steigt. Und Spezialverteidigung sinkt. Also Spezialverteidigung wird, glaube ich, ein bisschen kritischer bei dem werden. Oder generell die Verteidigung, oder? Ich weiß es nicht. Ist aber ein sehr schnelles Pokémon, wie ich oben sehe. Okay. Was haben wir? Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich kann es aktuell noch nicht sagen. Ladevorgang. Lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf. Erhöht die Spezialverteidigung. Ah! Guck mal, da können wir das kleine Problem, glaube ich, sogar ein bisschen lösen, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut. Freunde, an der Stelle würde ich sagen, das war wieder ein super, super spektakulärer Part. Viel Action. Im nächsten Part geht es dann weiter, dass wir Team Plasma mächtig in den Hintern treten und denen zeigen, was ein wahrer Umlautmann ist. Und ey, danke wieder fürs Zusehen. Ich danke euch für den Support und es war wieder super Spaß, hier heute diese Aufnahme zu tätigen. Von daher, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und bis zum nächsten Part. Cheerio! Und danke an die Elite Umlaut-General-Member nicht zu vergessen am Ende des Parts. Ich danke euch. Bye, bye. Real.